Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 34. Sonntag im Jahreskreis. Und das Thema an diesem Tag lautet Gottes Königtum. Gottes Königtum bedeutet Bekenntnis zur Herrschaft Jesu. Jedes Jahr, eine Woche vor dem Advent, feiert die Kirche den Christkönigssonntag. Er ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe auf seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr gab mir Kleidung. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten. Und sagen, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr gab mir nichts zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war fremd und obdachlos und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war nackt und ihr gabt mir keine Kleidung. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten. Herr, wann haben wir dich hungrig? Oder durstig? Oder obdachlos? Oder nackt? Oder krank? Oder im Gefängnis? Gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das Wort König hören, dann denken wir an Macht und Glanz auf der einen und Gehorsam und Unterwerfung auf der anderen Seite. Das Bild von Christus, dem König, wird ansprechend, wenn wir es richtig verstehen. Wir haben einen König, einen Herrscher, aber einen Herrscher ganz anderer Art.
Jesus selbst sagt von sich, ja, ich bin ein König. Er wird verspottet als ein König mit der Dornenkrone. Als der Gottessohn in die Welt gekommen ist, hat er sie nicht in ein Paradies verwandelt. Ja, er hat das Leid und das Unrecht nicht verändert. Er selber ist an dem Unrecht und Leid zugrunde gegangen. Jesus Christus ist ein König durch das Kreuz, durch seine Hingabe für viele von uns allen. In Gottes Königreich werden ganz bestimmte Taten aus unserem Leben von Bedeutung. Sie heißen die Werke der Barmherzigkeit. Gott wird nicht fragen, was hast du gespart, sondern wem hast du was geschenkt um meinetwillen? Gott wird nicht fragen, was hast du gewusst, sondern wem hast du genutzt um meinetwillen? Gott wird nicht fragen, was hast du beherrscht? Seine Frage wird lauten, wem hast du gedient um meinetwillen? Ja, Jesus ist der König des Himmels und der Erde. Am Ende bleibt eine Krone und ein Kreuz übrig als Bilanz eines Kirchenjahres. Ist das die Wahrheit über unseren Glauben? Manchen ist es zu wenig. Sie suchen nach neuen Möglichkeiten. Oder sind Krone und Kreuz alte Ladenhüter? Ist das Christkönigfest nur eine Veranstaltung, weil uns kurz vor dem Beginn des neuen Kirchenjahres nichts mehr einfällt als die Zusammenfassung des Karfreitags? Nein, heute geht es nicht darum, mit unserem König anzugeben. Krone und Kreuz ist unsere Wahrheit. Denn seine Krone ist eine Dornenkrone und das Kreuz ein Folterinstrument, dem er sich freiwillig gestellt hat, enthält unser ganzes Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis eines ganzen Kirchenjahres, des ganzen Christentums. Deinem Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das Königfest ist alles andere als langweilig. Es ist Fokussieren dessen, was sich in unserem Leben ändert, wenn wir als glaubende Christen leben. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Dieser Satz ist keine fromme Formel, kein Merksatz. Bei jeder Eucharistiefeier wiederholen wir ihn, damit wir ihn nicht vergessen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Ein katholischer Priester, ein Pastor und ein Rabbiner unterhalten sich darüber, wofür sie die Spendengelder ihrer Gemeinde verwenden. Der katholische Priester sagt, wir geben 50% für wohltätige Zwecke, die andere Hälfte bleibt in der Gemeinde. Der Pastor meint, wir halten es auch so.
Die eine Hälfte geben wir den Armen, die andere bleibt in unserer Gemeinde. Der Rabbi sagt, also wir geben alles Gott. Wir werfen das ganze Geld zum Himmel hinauf. Was er haben will, nimmt er sich. Der Rest bleibt in der Gemeinde. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!